Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf den Paladin mit dem Elchgeweih, Oberon. Oberon kombiniert Heil- und Massenkontrollfähigkeiten, ohne sich auf eines von beidem zu spezialisieren. Mit diesen kann er sowohl Verbündete stärken, als auch Feinde verwirren. Die Frage ist nur, ob ihr das nicht lieber spezialisierteren Frames überlassen solltet. Oberons Blaupause erhaltet ihr im Markt für 30.000 Credits. Seine Zeile bekommt ihr von Eximus-Gegnern genug, um ganze Armeen von Oberons zu bauen. Wenn ihr trotzdem 325 Platin für Oberon samt Slot und Reaktor springen lassen wollt, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Oberons erste Fähigkeit, Peinigen, wirft Gegner um, verwirrt sie und lässt zielsuchende Kugeln entstehen, welche den Schaden anderer Gegner reduzieren. Seine zweite Fähigkeit, Heiliger Boden, erzeugt eine Fläche, die Feinden schadet, die Panzerung von Verbündeten erhöht und diese vor Statuseffekten schützt. Seine dritte Fähigkeit, Regeneration, erzeugt mehrere Kugeln, die Oberon und seine Verbündeten heilen, sobald sie sich erreichen. Beachtet, dass eine hohe Kraftdauer dafür sorgt, dass die Heilung schneller erfolgt. Ihr könnt außerdem das Ausbluten von Verbündeten verlangsamen und Naturtalent beschleunigt die Kugeln. Oberons vierte Fähigkeit, Abrechnung, hebt alle Feinde in die Luft und schmettert sie auf den Boden. Feinde, die so sterben, haben eine 50%ige Chance, eine Lebenskugel fallen zu lassen, während überlebende Feinde durch Strahlung verwirrt werden. Feinde in unmittelbarer Nähe, die nicht von der Fähigkeit erfasst wurden, werden in einem kleinen Radius um jeden erfassten Gegner kurzzeitig geblendet. Mein Bild besteht aus Kontinuität, engstirnig, Zorn, Stromlinie, flüchtige Stärke, Fluss, Vitalität und Ausdehnung. Ich habe keine besonderen Empfehlungen für die Exilus-Mod, ich verwende listige Trift. Oberon ist zwar alles andere als ein schlechter Warframe, ich empfehle euch aber mit seinem Bau zu warten, bis ihr die wirklich wichtigen Frames besitzt. Seine Heilfähigkeiten werden in jeder Beziehung von Trinity übertroffen, welche in jedem Team sinnvoll ist.